Josef Schweinberger, erster Bürgermeister der Stadt Buchloe und Hochwasserschützer. Es geht nur gemeinsam. Das heißt, also an allen Gewässern, die Anliegergemeinden müssen sich finden, müssen vor allem die Grundstückseigentümer mitnehmen, müssen den ganzen naturschutzfachlichen Bereich mitnehmen. Und da kann ich nur sagen, redet miteinander, dann findet ihr auch eine Lösung. Und ein alter Spruch von mir, kleine Dinge kann jeder machen, große Dinge kann man nur gemeinsam machen. Und so geht es hier beim Hochwasserschutz eben auch. Also ich muss jetzt sagen, ich kann mich nur bei allen bedanken, weil bei uns war es so, es haben alle sowas von super zusammengearbeitet. Angefangen von unserem Wasserwirtschaftsamt, ich sage immer, das ist unser Pate gewesen. Die untere Naturschutzbehörde, die Regierung von Schwaben, auch ein großes Lob an das Ministerium. Es hat wirklich hervorragend geklappt und der Staat, in dem Fall auch die EU, über den Europäischen Landwirtschaftsfonds, vor allem der Freistaat Bayern, hat uns super gefördert. Wir haben nahezu bei allen Projekten 75% Förderung bekommen. Das hat echt geklappt. Ich kritisiere gar nichts, ich sage nur Danke. Die Bevölkerung, muss ich sagen, steht dahinter. Sie wissen, was sie an diesem Hochwasserschutz haben, weil sie waren regelmäßig von Hochwässern einfach betroffen und hatten Schäden in Millionenhöhe. Wir nehmen hier sicherlich auch viel Geld in die Hand. Gesamtmaßnahmen werden wir liegen bei ca. 22, 23 Millionen Euro und davon trägt der Zweckverband ca. 8 Millionen. Aber das tragen wir miteinander, finanzieren das über 20 Jahre und danach hat sich die Geschichte. Dann sind wir nur noch am Unterhalt dran und den tragen wir dann locker miteinander.